Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute haben wir es mit BP-Edit und Part-Clipping zu tun. Und zwar sind das zwei, ja, ich würde mal sagen, illegale Methoden, um Raketen zu bauen. Ich persönlich, also jetzt mal meine Meinung so, ich persönlich bin nicht so ein großer Fan davon. Wenn ihr es macht, könnt ihr ruhig machen. Ich mag es eher weniger, vor allem nicht bei SFS-Colony oder auch SFS-Tutorial, weil das vielleicht für Anfänger so ein bisschen verwirrend sein könnte. Und dazu ist natürlich auch dieses Video da, um euch ein bisschen darüber aufzuklären, damit ihr auch wisst, was ihr machen könnt. Aber ich mag es eher weniger. So, meine eigene Meinung. Ihr könnt natürlich auch eure eigene Meinung haben. Ihr könnt sie auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Das ist dann auch okay. Erstmal Part-Clipping, weil das relativ einfach geht. Und zwar, wenn ihr eine Rakete baut oder so und, ja, keine Ahnung, mehr Treibstoff braucht, also ihr habt hier diese kleine Rakete, braucht mehr Treibstoff, dann macht ihr einfach vielleicht so, keine Ahnung. Ein einfacher Weg wäre das Part-Clipping. Ihr markiert den ersten Tank, nehmt einen zweiten Tank, packt den drauf, klickt den auch an und verschiebt das kurz. Und jetzt habt ihr einfach doppelt so viel Treibstoff an derselben Stelle. Und das kann man wiederholen. Dazu müsstet ihr aber einfach noch mehr hinzufügen. So. Und immer wieder neu anklicken und einmal verschieben. Und dann haben wir jetzt ganz viel Treibstoff da drinne. Jetzt seht ihr aber Schub pro Gewicht, das ist jetzt ziemlich niedrig. Deshalb machen wir einfach noch ein paar mehr Triebwerke rein. Das geht nämlich auch. So. Und dann starten wir mal. Und jetzt gibt es da so einen kleinen Trick. Nämlich Schub ganz gering machen. Klick, klick und klick. Jetzt sind alle an. Und ihr seht, das ist sehr viel stärker. Und das war wahrscheinlich ein bisschen laut. Manchmal ein bisschen leise. Also, das ist auf jeden Fall Part-Clipping. So funktioniert das. Und ich würde sagen, als nächstes gehen wir jetzt zum BP-Edit-Teil. Und dazu gehe ich mal jetzt in meinen Texteditor. Den braucht ihr nämlich. Zumindest für Android habe ich einen. Ja, ich bin hier auf Android. Und das habe ich euch dann unter dem Video verlinkt. Bei iOS weiß ich nicht genau, welches es da gibt. Ich habe halt kein iOS-Gerät, kein Apple-Gerät. Deshalb müsstet ihr dann selber gucken. Jedenfalls sehen wir uns gleich wieder. Und zwar im Editor. So, da sind wir im Editor. Und zwar hier in Quick Edit. Und das hier ist einfach eine leere Datei. Wir müssen ja erstmal die Blueprints finden. Dazu gehen wir auf internen Speicher, auf Android, auf Data, ganz nach unten, da wo das Spiel eben ist, auf Files, auf Saving und auf Blueprints. Und dann sucht ihr euch das aus, was ihr bearbeiten wollt. Ich habe hier ein Save und da sind dann halt zwei Dateien drin, die Version interessiert uns nicht, das ist einfach nur die Spielversion, die da drin steht. Und dann haben wir hier den Blueprint. Und da steht erstmal eine Menge drin und ist vielleicht am Anfang erstmal unübersichtlich. Was euch vielleicht schon ins Auge fällt, ich habe hier einen Treibstofftank und mehr nicht. Ja? Aber jetzt gehen wir erstmal von oben bis unten durch. Und zwar haben wir hier, ich markiere das mal, die Kameraposition, also wir haben Center, Offset und so weiter und so fort, XY, das ist dann eben die Höhe und die Breite. Und das ist dann einfach, ja, die Kameraposition, das ist auch eigentlich relativ unnötig, würde ich sagen, weil man das nicht unbedingt braucht. Dann haben wir hier Parts, ja, also hier beginnen dann die Teile, und zwar mit dem Namen,
Treibstofftank. Da kann alles Mögliche stehen, kommt halt ganz drauf an, was ihr gebaut habt. Und dann haben wir hier die Position, also die Position im Baufeld. Und in dem Fall ist es halt 9 und 73. Ja, also 6, 9. Das X zeigt die Breite an. Und das ist eben an der Position 9. Und also eine ganze Zahl steht immer für zwei einzelne Felder. Und eben 0,5 steht für ein einzelnes Feld. X ist für die Breite und Y ist für die Höhe. Bei X, es geht von links nach rechts und bei Y von unten nach oben. Ist also relativ logisch aufgebaut. Aber ich würde sagen, ich verändere mal was. Machen wir daraus eine 11 oder so. Im Endeffekt macht das keinen großen Unterschied. Deshalb machen wir mal was, was normalerweise nicht geht. Haben wir da eine 3 dahinter. Und dann sollte das so um etwa einen halben Feld verschoben werden. Dann könnt ihr das auf jeden Fall sehen, dass es funktioniert. Dann haben wir als nächstes die Orientation, O. Dann haben wir wieder X, haben wir Y und haben wir Z. X steht hier für die Breite, für die Gesamtbreite. Und die wird in Prozent angegeben, weil das hier, also das hier unten, später die genaue Breite angibt. Und das hier ist einfach nur für die grobe Skalierung. Die Textur wird halt auch mit skaliert und kann dann häufig ein bisschen komisch aussehen. Deshalb werde ich daran nichts machen. Das ist wieder die Breite und Y ist wieder die Höhe. Und jetzt haben wir noch Z. Und zwar ist das hier für die Rotation. Und da könnt ihr eine Zahl von minus 360 bis 360 eingeben. Ja, 360 und minus 360 machen natürlich nicht viel Sinn, funktionieren aber auf jeden Fall. Nur dass es dann einmal im Kreis gedreht wird. Ja. Ansonsten könnt ihr halt so ziemlich jede Zahl hinschreiben. Ihr könnt auch über 360 hinschreiben, dann wird es halt einmal rumgedreht und noch ein bisschen mehr. Jedenfalls ist das hier die Drehung. Könnte ganz nützlich sein, wenn ihr zum Beispiel ja, 45 Grad haben wollt. Dann schreibt das mal da rein. Als nächstes haben wir hier T, wahrscheinlich für Temperature, das weiß keiner so richtig, also die Temperatur. Bald wird halt der Wiedereintritt in die Atmosphäre hinzugefügt und da wäre Temperatur ganz nützlich, damit man weiß, ja, wie heiß jetzt das Objekt eigentlich ist. Und da steht halt minus Infinity, also negative Unendlichkeit. Ist also nicht genau bestimmt, ja, und das braucht man im Moment auch noch nicht, ja, das wurde ja noch nicht hinzugefügt oder so, deshalb ist das relativ irrelevant und unnötig. So, wir sind jetzt durch mit den gewöhnlichen Sachen, also was jedes Teil hat. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Spezielles, also hier haben wir einige Sachen, die eben eigentlich nur auf den Treibstofftank zutreffen, obwohl hier die originale Breite, also with original, das trifft auch noch auf viele andere zu, aber eben nicht auf alle. Und zwar haben wir hier with original 2.0, sind also vier Felder. Und hier weiter unten haben wir noch die Höhe, auch 2.0. Das ist ein Treibstofftank, also ihr seht schon, das ist auf jeden Fall ein 10-Tonnen-Tank. Und da kann man jetzt die Breite einfach verändern, also die gewöhnliche Breite. Und das mache ich auch gleich mal, auch wieder zu einer etwas ungewöhnlichen Nummer. Machen wir 1,5. Ja, dann ist es drei Felder breit. Das gibt es ja momentan noch nicht. Dann haben wir hier Width A und Width B, also Breite A und Breite B. Wenn ihr daran was ändert, das sollte nicht unbedingt was am Tank ändern. Die werden nur verändert, wenn ihr zum Beispiel einen größeren oder einen kleineren Tank dran packt. Dann verändert sich das ja häufig. Und wenn ihr das hier verändert, verändert sich nicht wirklich was am Tank. Wie eben schon angesprochen, hier haben wir die Höhe. Das könnt ihr auch verändern. Und ich würde sagen, das mache ich einfach mal.
Machen wir mal eine 3 draus. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Treibstoff Prozent. Also es wird auch in 100% angegeben. Und da haben wir ja original die 10 Tonnen. Und ja, jetzt verändern wir natürlich die Größe. Aber wenn die Größe gleich bleiben würde und wir hier 1,5 reinschreiben würden, dann hätten wir auf einmal 15 Tonnen, weil es natürlich das 1,5-fache von 10 Tonnen ist. Und das war es auch mit dem hier. Und jetzt haben wir nur noch die Textur. Und zwar hier Color Tags und Shape Tags. Dazu komme ich gleich, dazu habe ich was vorbereitet. Und das ist einfach nur für die Texturen. Kann ich schon mal so sagen. Jetzt speichern wir das aber erstmal. So. Und dann gehen wir wieder rüber zu SFS und schauen mal, was sich an dem Tank getan hat. So, hier haben wir den jetzt, den normalen 10-Tonnen-Tank. Und dann laden wir mal das, was wir bearbeitet haben. Und zwar hier Save. Und ihr seht schon, ja, das ist auf jeden Fall um 45 Grad gedreht. Und ganz schön schief. Aber natürlich passt das jetzt hier nicht mehr dran. Oh, und es ist natürlich auch kleiner geworden. Also es sind jetzt keine zwei, also keine vier Felder mehr breit, sondern eben 3. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu zeigen, weil es gedreht ist. Aber es ist auf jeden Fall kleiner geworden und länger. Das war ja vorher so. Ja, ich kann es halt nicht um 45 Grad drehen. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, ihr seht auf jeden Fall, es hat sich sehr viel verändert. Und darum geht es halt beim BP-Edit. Dadurch kann man sehr viele Sachen machen. Und jetzt schauen wir uns mal wieder an, was ich vorbereitet habe. Und zwar hier 1. Ja, das scheint auf den ersten Blick eine ganze Menge zu sein. Aber keine Sorge, das sind im Grunde nur die Sachen, die man durch BP-Edit erreichen kann. Also hier oben haben wir erstmal die klassischen Texturen. Kennt ja jeder. Also weiß, schwarz, orange und grau. Und zwar, wenn man das mit Blueprint-Edit macht, also BP-Edit, dann muss man unten bei dem Color-Tags eben Color-Unterstrich und dann die Farbe auf Englisch eintragen. Also Color-Unterstrich-White, Color-Unterstrich-Black, Color-Unterstrich-Orange, Color-Unterstrich-Grau. Und das funktioniert dann bei den vier hier auf jeden Fall. Mit Metall ist es ein bisschen anders, dazu kommen wir aber gleich. Danach haben wir hier die Pattern, also das heißt so, das sind eben die Pattern, wird immer noch bei Color eingetragen, also bei Color Tags, aber da schreibt man dann Pattern unterstrich Squares, Pattern unterstrich Bars, Pattern unterstrich Bars unterstrich Band, Patterns unterstrich Bars unterstrich Half und Pattern unterstrich Cone. Das ist halt hier wie das da, ja, also das ist die Textur und das könnt ihr eben auch auf Treibstofftanks anwenden. So, jetzt haben wir hier noch zwei andere und zwar ist das dann Color an den Nozzle, Nozzle unterstrich 2 und Nozzle unterstrich 3. Das sind halt hier die Triebwerke, also Teile von den Triebwerken, wie ihr sehen könnt und damit könnt ihr halt ziemlich gut was anfangen, weil wir bisher halt nicht so seitliche Streifen hatten, sondern eben nur so solche hier, ja, hochkant. Und ich denke mal, mit denen kann man schon was ganz Gutes anfangen. So, als nächstes haben wir noch Other. Da wird nichts mehr mit Color-Unterstrich oder Pattern-Unterstrich oder Nozzle-Unterstrich gemacht, sondern einfach nur die Namen eingetragen. Und zwar haben wir hier Metal. Das ist ziemlich logisch. Dann haben wir hier Metal unterstrich 2, Metal unterstrich 3 und Metal unterstrich 4. Logisch, oder? Und die sehen halt ein bisschen anders aus. Mir gefällt, glaube ich, trotzdem der gewöhnliche Treibstofftank am besten. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr natürlich auch die nehmen. Müsst ihr dann halt eben mit BP-Edit machen. So, als nächstes haben wir hier
noch Array. Ja, das heißt dann einfach so, das ist dann in ColorText, schreibt er einfach Array rein und dann kriegt er das. Erzeugt natürlich keinen Strom, das ist einfach nur die Textur davon. Aber ist trotzdem ganz cool. So könnt ihr zum Beispiel den Crew Dragon nachbauen oder das Moonship von SpaceX eben. Ist ganz cool. Müsst ihr nicht unbedingt Solarzellen verwenden. Die erzeugen eben keinen Strom. Das ist halt so. Und hier haben wir als letztes noch einfach nur strut-gray. Also wenn ihr bei ColorText seid, strut-gray. So, jetzt haben wir die obere Hälfte jetzt fertig. Das ist alles mit ColorText. Und jetzt kommen wir zur unteren Hälfte. Und zwar mit Shape Text, ja. Also haben wir hier als erstes wieder die vier. Und zwar sind die mit Edges. Also ihr schreibt bei denen immer Edges davor. Und zwar haben wir als allererstes Edges, Faces, alles groß geschrieben, nicht vergessen. Und diesmal ist merkwürdigerweise kein Unterstrich dazwischen. Das ist natürlich ein bisschen komisch, aber gut. Dann haben wir hier Edges Smooth. Ja. Das hat dann einfach eine weichere Textur. Also der Übergang ist nicht so rau, sondern sehr weich. Als nächstes haben wir Edges Faces Top. Nirgendwo Unterstrich. Und ihr seht, da ist nur auf der oberen Hälfte dieser kleine Streifen. Und auf der unteren Hälfte fehlt er eben. Und dann haben wir noch das Gegenstück, natürlich Edges, Faces, Bottom. Das heißt, dass nur unten der Streifen ist und den könnt ihr einfach aufeinander packen. Und da ist nur ein sehr, sehr kleiner Strich, also den kann man wirklich kaum erkennen. Und hier ist das natürlich ganz deutlich zu sehen. So, dann packen wir es wieder zurück. Klappt nicht ganz. Machen wir so. Und so. Gut, dann haben wir jetzt die Edges fertig. Und jetzt kommt Flat, das sind hier die drei. Und zwar haben wir als erstes einfach nur Flat. Das war's, das ist dann halt sehr, sehr deutlich. Ihr seht, das ist einfach nur einfarbig weiß. Und das funktioniert halt auch mit den anderen Farben. Und die haben dann halt keinerlei Rahmen oder so. Auch keine großartige Schattierung. Und es ist ganz gut als Baublock, würde ich sagen. Als nächstes haben wir jetzt noch Flat und Smooth, also wie hier oben, aber diesmal nicht mit Edges, sondern mit Flat. Ist natürlich wieder, ja, es hat keine Ränder im Vergleich zu dem oberen, hat aber auch diese weiche Textur. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Flat. Und Faces, ihr seht, das hat keinerlei von diesen Rändern, weder oben noch unten, was natürlich sehr hübsch aussieht, wenn man mehrere davon hat. So, ihr seht, da ist kein Unterschied. Ja, also man sieht nicht, ob das jetzt ein großer Tank ist oder eben drei kleine Tanks, was sehr, sehr nützlich sein kann. Dann packen wir es mal wieder zurück. Jetzt haben wir Flat fertig und jetzt kommen wieder Other. Also da müsst ihr nichts mehr dazu schreiben. Als erstes kommt Rivets. Das sind ja hier die normalen Striche von oben nach unten. Dann haben wir Rivets Half. Also auch mit, nee, Half Rivets. So. Ohne Unterstrich. Half Rivets. Alles groß geschrieben. Ja, sind einfach nur die Hälfte davon. Logisch, das gibt es ja auch normal. Also Klick, Klick. Und wenn das nicht im Weg wäre, da ist halt genau dasselbe. Gibt es keinen Unterschied. Jetzt haben wir nochmal ein Nozzle. Und zwar nicht in Color Text wie hier oben, sondern diesmal in Shape Text. Und zwar Nozzle-4. Vorher war es ja nur in Schwarz, jetzt könnt ihr es auch in, keine Ahnung, Orange machen.
oder eben auch in Weiß, in Silber. Sieht ziemlich gut aus. Also das könnte locker in dem gewöhnlichen, also ohne BP-Edit verfügbar sein. Wäre sehr schön, aber man kann nicht alles haben. Jetzt haben wir Interstage, das erkennt ihr vielleicht von hier. Das dazwischen ist halt eben die Interstage und das kann man da dazu machen. Hier haben wir Interstage und hier haben wir Interstage Full. Und das sind halt sehr geringe Unterschiede. Nur am unteren Ende ist halt dieser zusätzliche Rahmen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einfach nur Strut. Vorher hatten wir ja Strut in Grau. Jetzt haben wir den normalen Strut und den können wir auch wieder einfärben in jegliche Farben. Je nachdem, wie ihr wollt. Auch sowas, was ein bisschen merkwürdig aussieht, aber es geht auf jeden Fall. So, dann haben wir die hier geschafft. Und zwar funktionieren die natürlich nicht nur auf den Tanks, sondern eben auch auf den aerodynamischen Spitzen, auf den Separatoren, auf diesen aerodynamischen Rumpf und eben auch auf der Nutzlastverkleidung. Nur um euch die mal zu zeigen, habe ich die hier als Treibstofftanks gemacht. Und jetzt haben wir hier die ganzen Texturen fertig. Jetzt gibt es aber noch ein paar Spezialeinstellungen für zum Beispiel Triebwerke oder so. Die werden wir jetzt auch nochmal durchgehen. Und ja, wir gehen wieder rüber zu Quick Edit und gucken mal, was noch so los ist. Zu guter Letzt haben wir hier noch ein paar andere Sachen, die auch bestimmte Teile nur betreffen oder einige wenige Anteilen. Und zwar haben wir hier noch den Fallschirm, den Separator, die Triebwerke insgesamt, Landebeine bzw. auch die Solarzellen und die Nutzlastverkleidung. Ja, die Solarzellen, wie ich schon eben gesagt, und die Räder. Fangen wir ganz von vorne an. Und zwar hier beim Fallschirm. Da haben wir hier unten noch etwas anderes, was wir bisher nicht gesehen haben. Deploy State und Animation State. Das sind zwei sehr ähnliche Sachen. Und ihr müsst es euch so vorstellen, wie Animation State ist der momentane Zustand und Deploy State ist der Zielzustand. Und das läuft so ab, dass es drei verschiedene Stufen gibt, beziehungsweise vier mit 0. Also es gibt 0, das ist einfach der Fallschirm ist nicht geöffnet. Dann gibt es 1, das heißt der Fallschirm ist leicht geöffnet. Dann gibt es noch 2, er ist voll geöffnet. Und Stufe 3, er ist abgeschnitten, sodass der Fallschirm dann nicht mehr nutzbar ist. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, wir werden erstmal alle Sachen einmal durchgehen und Sachen ändern. Und danach zeige ich es euch. Also ich will jetzt, dass der Fallschirm halb geöffnet ist und sich dann ganz öffnet. Dazu machen wir es auf 1. 1 ist für halb öffnen. Und das ist gerade der momentane Zustand. Und er soll sich bitte ganz öffnen. Machen wir also auf 2. Dann hätten wir das auf jeden Fall. Das sind halt nur die beiden Sachen. Die anderen Sachen kennt ihr ja schon, habe ich ja schon erklärt. Dann gehen wir jetzt zum Separator. Da gibt es eigentlich nur eine Sache, die noch hinzukommt. Und zwar hier Force Percent. Ja, also das ist einfach nur die Sprengkraft, die Absprengkraft vom Separator. Und die ist standardmäßig auf 0,5 eingestellt. Die kann man natürlich auf erhöhen. Im Spiel kann man es natürlich auf 1 erhöhen. Wir machen das jetzt einfach mal auf, ja, machen wir mal so auf 1,25 oder so. Ihr werdet es dann ja auch sehen. Und es gibt tatsächlich noch eins, also hier, es gibt ja die Höhe, ja, und es gibt die Höhe als Maximum. Und das heißt, das kann man natürlich verändern. Und normalerweise steht das auf 4, also sind das 8 Felder. Das ist dann diese Interstage, wo man Triebwerke oder anderes Zeug reinmachen kann. Und das kann man tatsächlich erhöhen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal, ja, machen wir mal auf eine absurd hohe Nummer. Machen wir mal 7. Das heißt, im Spiel sind das dann
14 Felder. Das werde ich euch dann gleich zeigen. Jetzt kommen wir zum Triebwerk, beziehungsweise können wir auch ganz nach unten gehen zu den Rädern. Die haben nämlich im Grunde dasselbe. Hier heißt es halt Wheel On und bei den Triebwerken heißt es halt Engine On. Und das können wir einfach auf True setzen. Also das heißt dann einfach, das Triebwerk ist an oder aus. Das kann man im Spiel auch verändern. Deshalb nicht unbedingt nötig. Aber man kann es auf jeden Fall hier machen. Beim Wheel und bei den Engines kann man das an- oder ausstellen. So, jetzt haben wir das Landebein und die Solarzellen. Die haben wieder so ziemlich dieselben Sachen. Und zwar haben wir einmal State und State Target. Und das ist so ähnlich wie beim Fallschirm. Nur dass es jetzt einen Zustand gibt, beziehungsweise zwei. Einmal eingefahren und ausgefahren. Allerdings kann man auch noch Zwischenstufen davon einstellen. Und State ist wie immer der momentane Zustand. Also jetzt ist es andersrum gedreht. Vorher war Zielzustand und dann Zustand. Jetzt ist es hier Zustand und Zielzustand. Diesmal sagt sie auch richtig State Target. Also ja, Zielzustand, also was es erreichen will. Und State lasse ich jetzt mal auf 0, das heißt, es ist eingefahren. Aber Target setze ich jetzt mal auf 0. Ah, nee, warte mal. So, 0,75 oder 74. Lassen wir so. Das heißt, es wird nicht ganz geöffnet, sondern noch teilweise eingeklappt. Das kann ich euch dann gleich zeigen. Und hier beim Landing Leg machen wir es andersrum. Da setzen wir den Zustand auf 1 und den Zielzustand auf, machen wir mal 0, ja 0,25 oder so. Dann haben wir das. Jetzt haben wir noch eine letzte Sache und zwar nämlich für die Nutzlastverkleidung. Und zwar, wenn wir hier nach unten gehen, dann ist auch hier wieder Force Percent wie davor. Also wie beim Separator. Aber ansonsten gibt es hier noch dieses Occupied A is false. Und glaubt mir Leute, es hat keinerlei Nutzen. Ja, ich habe es auch auf True gesetzt, da passiert nichts. Ich habe auf dem Discord gefragt, niemand weiß was darüber. Ja, also es hat einfach keinen Nutzen. Dieses B Doppelpunkt Occupied A false macht keinen Unterschied. Aber hier weiter unten haben wir noch eins, und zwar das Fragment. Hier ist ja Color Text und Shape Text, das haben wir eben schon besprochen. Aber hier haben wir Fragment, und das kann auch wieder vier Zustände haben. Und zwar einmal diesen Zustand. Und zwar ist es bei diesem Zustand halt so, dass es sich ganz normal verhält. Also ihr könnt es einfach öffnen und so, beide Hälften gehen ab. Und dann gibt es halt noch 0. Also dann schreibt ihr hier einfach so 0 rein. Moment. So, also ich schreibe 0 rein. Dann heißt das eben, dass beide Hälften nicht abgehen. Sie bleiben einfach da. Ihr könnt sie nicht öffnen. Dann gibt es noch Left und natürlich Right. Das bestimmt dann halt, welche Hälfte erhalten bleibt. Also wir lassen es jetzt mal auf Right. Und wenn es auf Right steht, bleibt nur die rechte Hälfte erhalten, die linke Hälfte wird beim Spawn der Rakete eben entfernt und nur die rechte Hälfte bleibt da. Bei Left ist natürlich andersrum. Und das wäre dann so ziemlich das Letzte. Ja, das wäre das Letzte. Dann speichern wir einmal und dann schauen wir uns jetzt die Veränderung an. So, hier haben wir das noch das Original davon. Jetzt laden wir das mal. Und zwar hier, Save. Okay. Und das Geräusch nervt mich ein bisschen. Aber gut, was kann man machen? Also ihr seht, der Fallschirm erstmal, der öffnet sich, ja, von halb zu ganz. Dann haben wir hier richtig nervig. Das hat sich von 1
auf 0,25 geöffnet. Und das hier haben wir auch. Da können wir auch einmal vergleichen. So, Moment. Ihr seht, das ist nicht ganz geöffnet. So, dann ist das auch leise. Ansonsten haben wir hier noch den Separator. Dazu kommen wir gleich. Hier, Triebwerk ist an. Rad ist auch an. Jetzt haben wir hier den Separator. Ihr seht, da ist ein bisschen mehr Separationskraft dahinter. Und dann versuchen wir das mal. So, nein. Aber so auf jeden Fall. Ihr seht auf jeden Fall, dass es komplett übertrieben ist. Dann passen einfach so zwei von diesen Triebwerken rein. Und dann haben wir jetzt hier noch zu guter Letzt das da. Und das kann man jetzt halt noch nicht sehen. Deshalb gehen wir mal kurz raus. Und ihr seht, da ist nur die Hälfte davon. Nur die rechte Hälfte ist übrig geblieben. Die linke Hälfte ist verschwunden. Und ja, das sind dann halt die Effekte davon. Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.